ersten Telefonat mit meiner Mutter. Dann habe ich sie gefragt, sag mal, wo hast du denn eigentlich in Berlin gewohnt? Und ich wohne in einem Eckhaus und auf der anderen Straßenseite, wenn ich aus meinem Fenster gucke, ist das Haus, in dem sie gelebt hat. Hallo? Hallo, Lore. Hallo, Kim. Dör ich dich? Ja. Hätten sie dich nicht versteckt, dann wärst du auch noch deportiert worden. Es geht auch nicht um Schuld, Lore. Ja, sag ich. Es geht nur einfach darum, dass die Dinge so waren, wie sie waren. Sometimes I feel. Und dann hat sie selber nichts mehr getrunken. Like a marvelous child. Und gegessen. Mutter eher überfürsorglich denkt und entscheidet in vielem für ihren Sohn mit. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt in diese Akten gucke und etwas lese. Das tut weh, das weiß ich. Aber alles andere ist ein dauernder Fluchtversuch. Every time I look at you, it's just, it just helps me to understand everything that you went through as a child.